Moin mein YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute Ghostwatchers, ich bin allein unterwegs in der Schule. Und los geht's nach dem Intro, viel Spaß. So, okay, lass uns reinstarten. Wir sind in der Schule unterwegs. Ich glaube, die Map gab es damals auch schon, als das Spiel rauskam. Ich habe sie aber, glaube ich, nie gespielt. Also, bin komplett unwissend, was mich da jetzt erwartet. Wir haben hier unsere Zusatzaufgaben. Wir sollen das Gespenst natürlich fangen, wie immer. Dann mit dem Rundfunk sprechen. Ich muss irgendwann jetzt mal gucken. Oder vielleicht kann es auch einer mal in die Kommentare schreiben, wie das funktioniert. Wir sollen alle Wasserhähne aufdrehen, den verfluchten Spiegel in den Truck bringen. Das ist hart. Und das Gespenst irritieren. Das heißt ja, wir müssen den Spiegel so lange in der Hand haben, bis er eine geile Jagd auslöst wahrscheinlich. Mal gucken. Wir nehmen uns die Taschenlampe mit. Wir den Rundfunkempfänger wollte ich nicht. Ich wollte ein EMF-Gerät und den Partikelzähler. So. Wieder dunkel wie im Sack. Super. Riesengebäude. Okay, ich hoffe, dass die Map nicht ganz so groß ist, wie sie scheint. James Brownson High School. Ja, okay. Mal gucken, dass wir den Geisterraum finden. Okay, wir kommen hier schon mal zur Seite weg. Das sieht aus wie die Mensa. Was war das? War das hier? Oh, yes. Die Gänsehaut ist mein, sage ich euch. Atmosphärisch ist die Map auf jeden Fall ziemlich cool. Wir haben aber hier noch nichts. Ja. Western Wind Knight. Das Basketballteam der Schule. Okay, hier geht es auf jeden Fall noch weiter. Und nach oben. Das war's aber. Oh, hier haben wir einen ersten Klassenraum, oder? Ich komme mal rein, habe keinen Lichtschalter. Das ist ungewöhnlich. Ach, der ist nur da. Okay. Das ist meine lange Tafel. So, okay, hier ist der Haupteingang. Ja. Alles klar. Gucken, wo wir hier noch hinkommen. Geography Room. Okay. Haben wir auf jeden Fall ein Radio, mit dem er interagieren könnte. Wenn er denn hier wäre. Okay. Tja. Bisher noch alles easy. Interessant finde ich, dass hier eigentlich in fast jedem Raum auch eine Kerze steht. Könnt ihr ein Feuerzeug mitnehmen und dann das anmachen. Okay, hier haben wir die Herrentoilette. Okay. Scheint gerade hier zu sein. Okay. Ja, ich schlafe mich erstmal nach oben. Okay, wir sind in der Bücherei. Wir haben ihn verloren. War das jetzt nur hier? Nein. Nein. Wir gehen wieder runter. Gucken mal, ob wir die Partikel zu Ende gezählt bekommen hier. Nur anscheinend ist er ja nicht mehr hier. Hier bei dem Wasser kann ich es nicht einmal.
Ja, mal gucken, ob ich denn die Aufgabe erfüllen kann. So. Tja, wir haben jetzt irgendwie noch nicht so richtig was gefunden. Ich kann auch schwer einschätzen, gerade welcher sein aktiver Raum ist. Ich mich gerade vor dieser Blume erschreckt. Ja, ist gut. Scheint hier zu sein. Es ist auf jeden Fall kalt. Und jetzt lass mich das noch zu Ende machen hier. 100 bis 500. Wir haben F5. Ist auch kein Red 3. Okay. EMF 5 und das ist kalt. Gut, 100 bis 500 EMF 3. Das heißt, wir holen jetzt mal das Brett und die Puppe, glaube ich einfach mal. Ja, das ist glaube ich, eine gute Idee. Schauen wir mal. Stimmungstechnisch macht die Schule schon einiges richtig. So, also. Wir haben hier 5. Yangshi oder Diatrung, ne? Wir haben den Partikelzähler 100 bis 500. Der ändert nur was am Alter. Das heißt, der ist jung und durchschnittlich. Mal kein Senior oder alt. Ist das denn die Möglichkeit? So, wir schnappen uns das. Die Temperatur. Also, wir können auch mal gucken, wenn ich jetzt mal bei Thermometer schaue. Ja, okay, also es ist, passt beides noch auf die Geister, die ich noch offen habe. Entweder ist er richtig kalt oder nur so ein bisschen kalt. Schauen wir mal. Wir schleppen jetzt erstmal die Puppe hoch und das Ouija-Brett. Und dann schauen wir mal. Ich hatte noch einen der letzten Kommentare gelesen bei Ghostwatchers. Euch doch bitte mal mit dem Ouija-Brett oder den Tarotkarten interagieren. Ich werde es auf jeden Fall machen. Ja. Freut euch drauf. Das mit dem Ouija-Brett werde ich machen, wenn es da ist und ich eh kurz von der Jagd bin, weil das setzt die Sanity so schnell runter, dass wir im Prinzip eigentlich direkt von Anfang an eine Jagd haben werden. So, okay, das habe ich hier mal hingelegt. Mal gucken, ob die Voodoo-Puppe nachher noch da liegt oder ob sie vielleicht einfach nur hoch und runter geht. Ja. Ob sich das Ouija-Brett dann schon bewegt. Vielleicht ist es auch gar nicht wirklich sein Raum und er ist schon wieder gewandert oder so. Das kann natürlich auch sein. Schauen wir mal. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall mit Thermometer und Empfänger. Fußspuren, gibt mir das eigentlich einen Aufschluss darüber? Da das keine Spuren wäre, die ertrunkene. Der Fußabdruck wäre Yangshi. Okay, also müsste ich eigentlich statt dem Rundfunkempfänger erstmal das hier mitnehmen. Gut, machen wir das. So, am Wochenende war es jetzt wieder ein bisschen ruhig. Ich hatte ja noch ein Dämonologist-Video Freitag veröffentlicht und dann Samstag und Sonntag mal nichts. Jetzt geht es am Montag wieder los. Ganz frisch in die Woche. Ups. Okay, mit rechter Maustaste kann man die Sachen auch droppen. Nicht nur mit G. So. Vorhin war er ja hier. Es kann sein, dass ich keine Fußabdrücke finde. Wir müssen schauen. Dann wäre es natürlich die Ertrunkene. Ich hier nicht über ein Licht angemacht? Ne, hier war es ja kaputt gegangen. Ich muss mal alles kurz wegdroppen und das wieder in die richtige Reihenfolge aufnehmen. Jetzt komme ich hier nicht klar beim Drücken. Meine Fresse. Das ist hart eklig. Oh, was ist denn heute los hier? So viele Lichter sind doch sonst nicht kaputt gegangen. Okay, hier können wir auch noch in den Raum gehen. Und auch hier steht wieder eine Kerze. Haben wir hier auch einer irgendwo auf den Tischen? Nee. Tatsächlich mein nicht. Naja. Achso, jetzt beginnen wir hier. Ich habe es gehört.
Okay, das ist noch ein weiterer Eingang. Weder mit dem Brett noch mit der Puppe ist irgendwas passiert. Könnte jetzt natürlich sein, dass das hier nicht der Raum der Räume ist, ne? Was ist los? Habe ich auf jeden Fall gerade. Ah, mal an. Badezimmer. Okay. Ist das das Badezimmer unten, in dem ich schon war? Wir werden es herausfinden. Gehen wir mal runter. Weil ich ja das Mädelsklo noch nicht gefunden habe. Okay, minus 14 Grad. Ja, das war eindeutig. Gut, das kann weg. Dann brauche ich, glaube ich, auch die Fußspuren nicht mehr finden, weil ich anhand des Thermometers jetzt schon einschließen kann, dass die ertrunken ist. Aber Fußspuren habe ich eh keine gefunden. Und er lässt keine Spuren. Zack. Okay, so. Dann nehmen wir noch den Block mit. Weil der Block ist noch wichtig und das Brett und der Empfänger ist noch wichtig. Und die Voodoo-Puppe. Empfänger kann ich jetzt auch mal mitnehmen. Ich schmeiß das mal ins Bad. Weil das scheint gerade sein Place to be zu sein. Ich glaube, das ist auch seine Wohlfühl-Oase da. Von daher werde ich das mal hier hindroppen. Ja, okay, hat mir auch was Schönes gemalt direkt. Oh, den Schädel. Nice. Die Bilder hier, die gefallen mir echt gut. Man kann natürlich mit den qualitativ echt guten aus Phasmophobia nicht mithalten, aber. So, Kritzeleien. Nein, wir haben den Schädel. Auch das, okay. Hätte ich mir sparen können. Gut, aber jetzt sehe ich schon mal, was mir hilft. Und zwar die Fackel hilft mir. Und die Statue. Ich nehme mir mal die Statue auf jeden Fall mit, falls er jetzt beginnen sollte, mich anzugreifen. Soll ich ihn irgendwie filmen? Das Gespenst irritieren. Verfluchten Spiegel in den Trucker. Das versuche ich nachher auf jeden Fall. Was er hier in einem Haus aufdrehen, mit dem Gespenst per Rundfunk spreche. Ja, wie das funktioniert, wie gesagt, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Was ist denn heute los? Nervöser mittlerer Finger. So. Wir holen mal das Brett und die Puppe runter. Um die letzten Hinweise zu bekommen, die wir brauchen. Alles klar. Ja, also bisher liefen die Videos hier echt viel geschnitten Brot. Ihr habt es ja gesehen. Die Geister waren sehr mitteilungsbedürftig. Das letzte Video hat mich zwar fast an den Abgrund getrieben mit diesem ewige Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu Gespiele, aber ja. Das soll jetzt checken nochmal. Ah, jetzt. Jetzt war das hier oben. Das ist unten. Ich glaube, unter mir der Raum. Da ist er. Da ist er. So. Oder dass ich jetzt hier oben wieder eingenistet. Where are you? Bist du hier? Wo bist du? Die Stelle habe ich jetzt gar nicht erkannt. Aber ich war ja auch noch nicht überall. Wobei auf der anderen Seite. Ah, okay. Hier mal zumindest die nächste Toilette. Jetzt haben wir alle Wasserhähne aufgedreht. Oh, jetzt kann ich es auch wieder zumachen. So. Ich habe die Ertrunkene. Habe ich die nicht sogar schon?
Ah, das ist natürlich ärgerlich. Die habe ich schon in meiner Sammlung. Egal. Nehmen wir noch eine mit rein. Wird ja diesmal eine junge. Eine junge ertrunken. Und den Spiegel, da ist der Spiegel. Guck gerade aus dem Fenster. Super. Das könnte hier oben gewesen sein. Bist du hier? Wo bist du? Geist, wo bist du? Bist du hier? Ich kann euch nicht sagen, warum, aber ich habe gerade so eine unfassbare Gänsehaut. Dieses permanente Wummerl im Ohr, der lässt irgendwie Spuren. So, habe ich sie abgewehrt, die gute Dame. So, jetzt machen wir mal was. Wo ist die Voodoo-Puppe? Okay, das würde ja eigentlich dafür sprechen. Hat sie die rumgeworfen oder ist die jetzt einfach nur weggeschleppt worden von ihr? Ah ne, da liegt sie ja. Okay. Wir schleppen das mal hier ein bisschen weiter hier rüber, weil die scheint ja zumindest hier sehr aktiv rumzulaufen. Ohne das Licht ist man hier echt aufgeschmissen. Das ist ja richtig krass. Ah, okay, wir haben das Wein. Feature-Brett noch gar keine Interaktion. Mit der Puppe auch noch nicht. Das, obwohl sie hier sehr aktiv ist gerade. Was soll mir das sagen? Wir haben das Wein. Udo-Puppe. Keine Interaktion wäre beunruhigt. Oder ruhig. Feature-Brett. Keine Interaktion. Warten wir noch mal kurz. Also ich gebe noch nicht auf. Gebe noch nicht auf. Wir packen es hier mal in die Treppe. Ich meine, wir können natürlich mal sagen, so, wir haben hier keine Interaktion mit der Puppe, haben wir keine Interaktion. Das heißt, wir gehen mit Jung und Beunruhigt und loggen das Ganze mal ein und schauen mal, was unser Geisterempfänger hier dazu sagt. Okay. War richtig. Super. Dann gehen wir jetzt los. Wir sollen den Geist materialisieren. Haben wir gemacht. Jetzt mit Weihwasser bewerfen. Dann fünf Wasser hier noch aufdröhnen. Kolben mit Vesuvasche. Okay. Und dann wieder alle Wasserhähne zudrehen. Die Christusstatue benutzen. Und das Gespenst fangen. Wenn sonst nichts ist. Ja, Weihwasser. Sag mal Weihwasser. Dann schmeiß ich dir das Ding mal ins Gesicht. Ist ja natürlich ein Raum, ein Vorteil, wo wir auch was sehen.
Ich in dem Raum überhaupt schon? Der kommt mir gerade so überhaupt nicht bekannt vor. Nö, hier war ich noch nicht. Gut. Immer mal was Neues. So. Ich könnte jetzt natürlich die Jagd provozieren, indem ich den Spiegel in die Hand nehme. Ich glaube, das probiere ich mal. Dann kommt er und dann klatsche ich ihr das Weihwasser ins Gesicht. Das hört sich doch mal nach einem Plan an. So. Spieglein, Spieglein, da bist du. So. Die Wasserhähne. Checken wir mal hier oben die Wasserhähne. Hier laufen auf jeden Fall schon wieder welche. Dann gehen wir jetzt runter. Kümmern uns da um die Wasserhähne. So, wie gesagt, mit dem Spiegel, das ist eine gute Möglichkeit, um ihn aus der Reserve zu locken. Eigentlich müssten jetzt alle zu sein. Ist jetzt überhaupt das mit dem Wasserhähne zudrehen dran? Wow, okay, das war knapp. Da wollte sie mich gerade in der Schule einsperren. Gut. Also, 5 Wasserhähne aufdrehen. Genau, jetzt kommt nämlich erstmal die Vesuvasche. So. Ritueller Dolch, Kruzifix. Was haben wir hier? Räucherstäbchen. Ha, das kenne ich gar nicht. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht muss ich es kaufen. Vielleicht muss ich es kaufen. So. Ritueller Dolch, heiliges Feuer, vernichtendes Licht. Ah, okay. Dann ist das hier das Zeug. Wir machen es jetzt wieder so, dass ich oben den Spiegel nehmen werde und sie damit aus der Reserve locke. Falls das nochmal geht. Kann natürlich sein, dass der Spiegel jetzt kaputt ist. Ich überlege gerade, also im Phasmo ist es ja so, dass der Spiegel zerbricht. Wie das hier ist, kann ich gar nicht sagen. Ich droppe meine Taschenlampe und nehme den Spiegel. Schaue und schaue und schaue. Auf jeden Fall scheint er kaputt zu sein. So, jetzt zeig dich hier. Oh. Ja, ich versuche jetzt mal im Dunkeln hier runterzukommen. Damit ich den Spiegel mal. Rausschleppe. Mal gucken. Ob das jetzt zählt. Ja, alles klar. Wieder 50 Dollar drauf gekriegt. Dafür habe ich jetzt aber gerade nur die schwache Taschenlampe. Na gut, man kann nicht alles haben. So, das nehmen wir. Schütz nehmen wir noch. Die Statue. Ja, dann haben wir unseren Spiegelbonus jetzt aufgebraucht. Das macht gar nichts. Ich glaube, ich höre ihn schon wieder. Na, komm her. Weiß doch, dass du es willst. Du bist nämlich hier, ne? Aber es gibt keine Wasserhähne für dich. Ja, zeig dich.
Und Wasserhähne jetzt zudrehen. Das heißt, hier oben wird gerade noch einer auf sein. Erstmal hole ich mir meine gute Taschenlampe wieder. Checken wir hier die. Alles gut, okay. So, dann finden wir einmal hier durch den Klassenraum. Und gucken, ob er jetzt hier unten doch wieder irgendwo was aufgedreht hat. Und dann würde natürlich in der Küche noch ein Wasserhahn sein. Hier ist nämlich alles zu. Wie? Eieiei. Da wollte sie mir jetzt aber ins Leder, die gute Dame. Ich weiß nicht, ob sie noch ein bisschen verärgert ist, dass ich ihr den Spiegel weggenommen habe. So, die Christusstatue. Oh ja, die habe ich ja schon. Das heißt, ich kann dann auch direkt den Pokéball nehmen. Wenn ich sie damit jetzt nochmal geärgert habe. Heißt das, ich soll sie damit abwenden? Ja, anscheinend. Gut. Kuckuck. Lecker. Komm her. Einfach nur ekelhaft. Die Windheit. Dahin flackert Licht. Habt ihr das gesehen? Boah, das sah ekelhaft aus. Und irgendwie gefühlt war da eine Silhouette zu sehen. Oh, mein Gott, ey. Ja, alles klar. Ich mache erstmal über Licht an hier. Hier gibt es keinen Schalter, alles klar. Wir brauchen ja auch schon Licht, ne? Das ist ja auch. Das ist so ein Quatsch. Okay. Hey. Okay, sie hat mich eingesperrt. Vielleicht möchte sie ja jetzt meine Christusstatue bekommen. Besser. Komm her. Das Ding ist an dem Spiel, es ist eigentlich mega creepy, aber auf der anderen Seite, wenn man diese Sicherheitsitems hat, können die einmal auch nichts. Und das fehlt. Ich meine, klar, in dem Monologist hat man mit dem Kruzifix ja auch eine gewisse Sicherheit. Dass man zumindest den Angriff abwehren kann. Aber so diese komplette Sicherheit hat man halt irgendwie nicht. Muss ich sagen. Das. Nice. Richtig geil. Schön. Yes. Wir haben die Ertrunkene in Jung, beunruhigt, 240 Münzen, 330 Erfahrungspunkte, sind damit immer noch Stufe 3, haben 1575 Dollar oder Münzen. Escape. Ab. Und dann gehen wir in die Trainingsbasis und schauen uns unsere neue Ertrunkene an. Mal gucken, ob die jetzt... Ups, da hatte ich einen kleinen Hänger. So, ob die jetzt irgendwie anders aussieht. Werfen wir nochmal einen kurzen Blick. So. Okay, also man kriegt die auch nicht dazu anscheinend. Ah, okay. Zwei. Wir haben jetzt zwei Ertrunkene. Dann kommt hier die Anzahl der Gefangenen. Okay.
Er war ja unser Erster. Dann hatten wir, ich glaube, den Poltergeist, der war zuletzt. Genau, den hatten wir in dem Haus, der mich in den Wahnsinn getrieben hat. Die Schönheit hätte ich, glaube ich, in der Polizeistation. Genau, mit dem bezaubernden Lächeln. Die haben wir jetzt zweimal. Super. Alles klar. Das war jetzt, ich wollte gerade sagen, eine schnelle Runde, aber war gar nicht so schnell. Halbe Stunde. Ich hoffe, euch hat es aber gefallen, war unterhaltsam. Würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinschaut. Ich werde jetzt, glaube ich, direkt im Anschluss nochmal eine Runde Ghostwatchers spielen. Und ja, ich muss natürlich auch die anderen Videos jetzt irgendwann mal füttern. Wieder. Aber wie es halt so ist, ne? Das Leben kommt dazwischen. Achso, aber schaut trotzdem rein. Ich werde da irgendwo weitermachen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.